Herzlich willkommen, Freunde, hier zu einer Runde in Sonic Adventure DX. Wir sind wieder im Schaugarten und wir haben auch einen neuen Kömmling zu begrüßen. Aber hier ist irgendwer am Futtern. Na? Du warst am Futtern, Slippy. So. Langsam krieg ich auch die Namen der Chaos auswendig hin. So, das müsste... Warte mal. Da sind zwei Stück, die gleich aussehen. Saba war das, genau. Und wir haben hier einen Neuzukömmling. Ja, in blau. Ich habe das blaue Ei gesehen und gedacht, ah, blau. Blaues Ei will ich haben. So, nochmal. Der Mariko. Ein neuer Ciao. Willkommen. Erstmal alle checken, damit jeder seinen Ciao auch mal sieht. Der Pummi. Der Pummi, was mache ich eigentlich mit dir noch? Muss ich mir auch noch überlegen lassen. Na, da hat wohl jemand Hunger. Oh shit, zielstrebig auf die Frucht zu. Der Pummi freut sich, wird rumgetragen. Ich muss mal gucken, wo ich eine Frucht vielleicht herbekomme, Pummi. Genau dieses... Nein, werfen will ich nicht. Bleib mal hier sitzen. Die sogar ganz brav setzt er sich hin und guckt hoch. Hä? Kommt da jetzt was? Hier, bitteschön, Pummi. Warte mal. Stimmt, er ist nicht der Einzige, der laufen kann. Er ist nicht der Einzige. Töp, 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 töp. Irgendwer konnte noch laufen. Ja, hatte ich das nicht richtig in Erinnerung? Na, wer ist am Schwimmen eigentlich? Irgendwer ist doch hier am Schwimmen. Oder liegt es an dem Ding hier? Nö. Irgendwer ist hier im Wasser und planscht. Oder es backt rum. Nö, es backt scheinbar rum. Und irgendwer malt, ich höre es doch. Nö, du nicht. Wer malt denn? Du auch nicht? Nö, wie kommst du überhaupt da hoch? Ah, dich habe ich doch gesucht die ganze Zeit. Ja, schön am Malen. Ich frage mich, wenn man hier lang genug in dem Schaugarten bleibt, ob dann der ganze Boden irgendwann vollgekrickelt ist, wenn die da überall malen. Und im Hintergrund fliegt Slippy andauernd hin. Müssen wir mal so beobachten. Warte mal. Run. Ne, du kannst nicht laufen. Du brauchst noch ein paar Punkte. Also, ich guck mal, ob eben gerade Früchte da sind. Ja. Das ist natürlich sehr gut ausgedrückt, Ray. Ein gelbes Ei. Rosa leuchten. Die versuchen mich echt damit zu locken. Kann das sein? So, ich muss nämlich bei einem Schau anfangen, ein bisschen die Frucht schon mal einzusetzen, denn bei Mariko weiß ich, dass, da habe ich schon den Namen richtig gemerkt, Mariko, weiß ich gerade noch gar nicht, warte mal, du sollst eh ein Teufelchen werden, denn du hast Hunger. Das Malz sollte Teufel werden. Wenn ich irgendwo mal einen Fehler reinmache, weil ich da das schon anderen bringt, bin einfach sagen, dann korrigiere ich das innerhalb der nächsten Folgen. Weil ich kann mir nicht alles merken und ich würde ungern hier mit Spickzetteln arbeiten. Du warst Teufelchen. Du der dich jetzt hier gerade so schön versteckt. Bei dem muss ich noch gucken, was du wirst. Oder mal nachhaken. Warte mal, was sagt denn der Ding? Also. Die Erklärung. So, ich gehe mal ganz kurz nur in dieses Chow Race Menü. Einen Überblick jetzt mal ganz kurz der Chaos zusammen. Denn ich bin am überlegen, wie ich das mit dem letzten Chao mache. So, das ist unsere Chao-Truppe. Einer hat in diesem Garten noch Platz. Den anderen Garten lasse ich ja offen, beziehungsweise frei, weil... da verliere ich sonst den Überblick und ich möchte ja eigentlich irgendwo einen kompletten Garten haben. Na, müde. Einen Garten haben, wo ich dann alle beisammen habe. So die kleine feste Truppe. So. Dann nehmen wir mal hier nochmal einen mit. So. Du, Barrel! Nee, dir darf ich ja keine von diesen Früchten geben. Ach ja, komm. Kannst du gerade nochmal loslegen.
Ja, da musst du aber ganz essen, sonst hat das keinen Effekt. Naja, wenn er sie wegschmeißt, wir haben noch andere, die die Darkfrucht gerne nehmen würden. Nom, 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 nom. Mhm, keiner da? Okay, kann ich aber essen. Nom, 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 nom. Ich frage mich, ob die Entwickler sich gedacht haben, dass das Ding scharf sein könnte, weil es ja aussieht wie so eine Chilischote so ein bisschen. Einer singt, das gucken wir gerade nochmal nach, und einer malt. Das geht hier ab, wieder voll die Party. Und wer singt? Ich finde das, find den gerade nicht. Okay, lassen wir das mal. Ich merke, ich glaube, die Spielengine ist wieder ein wenig überfordert. Mit dem ganzen Geschehen, was hier ist. Habe ich zumindest nur so ein Gefühl. Okay, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau, ich wollte mir ein paar... Warte mal, wo kriege ich hier ein bisschen her? War es hier, oder? Nee, im Casino war es nicht, das war hinten. Ich will mir ein paar Run-Tiere besorgen. Und ich habe mich entschlossen, eine Normalschau zu nehmen. Eine ganz gewöhnliche Schau. Aber ich muss halt gucken, weil ich ja mit dem, der es die hochklassigen Wettbewerbe machen möchte. Und wir dafür halt gewisse Punkte brauchen. Brauchst halt einen, der relativ gute, einen guten Grundlevel hat im Run. Weil sonst wird das Ewigkeiten dauern, bis ich das hingebogen habe. Diese Grundwerte im Run nämlich nicht existiert haben. Ich habe noch gar keinen Ausschlag gehabt. Warte mal. So, einfach wegrasieren. Gib mal her. Kangaroo. So. Die Knuckle Attack, aber nutzt mir nichts. Ach komm schon. Oh, den meisten Schaden krieg ich eigentlich nur durch die Out. Was? Der war doch schon tot. Naja. Es ist ein altes Spiel, Ray. Ignoriert diese Tatsache, dass das einfach seltsam war. Genau. So, schön starten. Ah ja. Diese Attacke soll eigentlich alles wegrasieren. What? What? Was hat mich gerade verletzt? Was hat mich da eben verletzt? Okay, wie habe ich diesen Gegner gekillt? Frage über Fragen. Ich sollte diese Engine echt nicht mehr fordern. So. Ich kann ja auch neu starten. Aber wenn ja die Türe nicht zurückgesetzt, sondern einfach nur... Waren hier nicht auch irgendwelche? Ah. Sehr schön, Bambi. Dankeschön. Da haben wir auch noch welche. Och. Da gehst du... Nein, nein, nein. Dich will ich nicht. Ach, müssen die so schnell sein? Der Koala ist auch okay. Ich brauche halt nur ein paar Run-Tiere. Ist klar, wer braucht eigentlich ja alles, aber die Run-Tiere sind mir jetzt gerade am wichtigsten, damit ich halt schnellstmöglich oder einfach den Wert von dem Chao auf der Stufe jeweils angucken kann. Natürlich kann ich das auch noch ein bisschen trickiger machen. Indem ich halt jedes Mal Alt F4 drücke. Und dann müsste ich ja immer wieder die Aufnahme starten und das wäre auch blöd. Ja, Kangaroo. So, der letzte. Na, Schwalbini. Na gut. Bevor sich jetzt... Obwohl, kann ich noch einen tragen? Werden wir sehen. Ah, Kangaroo. Okay. Den verlassen wir eben fix. So, Kangaroo. So, ich hoffe, ich schaffe es innerhalb der angenehmen, Videozeit schnell mal einen Chao mit einem anständigen Run-Level zu finden. Wir haben insgesamt ja 4 Eier zur Auswahl, die wir nehmen können. Wo wir jetzt Zugriff drauf haben. Da muss ich halt gucken, dass ich halt mir den jeweils besten Run-Wert raussuche. So. Ich gehe mal ganz kurz erstmal hier hin. Ich muss halt immer wieder den Chao mitnehmen, weil sonst wird irgendein anderer Chao random in den anderen Chao-Garten transferiert. Das will ich jetzt auch nicht. So.
haben wir es denn? Oh. Liegt ja heute mal ganz stylisch. So. Schauen wir mal nach. So. Plopp. Knuckles, das machst du sehr cool. Düdüdüdüm, düdüdüm. Och. Schau doch nicht so böse. Erstmal vom Regen in die Taufe. Ja, ja. Du sollst nicht so böse schauen. Jetzt ertrinke ich dich. Because I can. Der schaut echt böse. Map. Naja, egal. Ich tue ja meine Chance nicht am Aussehen beurteilen. Aber an den Werten. Naja, das Werte mache ich ja eigentlich nur. Also, an sich, ich könnte es mir auch sagen, ja, ist egal. Aber wenn ich halt nicht ein bisschen auf die Werte achte, wird diese ganze Chose Ewigkeit dauern. Deswegen müssen wir da gucken, dass es irgendwo, so, da gibt keinen Run. Also ich brauche 3 Tiere, um das zu kompensieren. So. Mal gucken, wie viele Punkte du gibst. 23. Du legst schon mal gut voran, mein Freund. 23 ist ein optimaler Wert. Was sind das hier denn? Die Vereinigung des Sitzens. Alle chillen hier. Die Chiller-Base. Und der Meep. Also wir haben hier die Chiller-Base. Da kommt der nächste in die Chiller-Base. Und der andere geht. Das war ihm dann doch ein bisschen zu viel los hier. So. Also dich merke ich mir. Meep. Der guckt so. Meep halt. Schauen wir mal, was wir hier haben. Kommst du mal her? Kommst du mal her? Das geht weg. So. Mal gucken, ob ich dich auch vom Regen in die Taufe befördere, weil ich aus Versehen die Square und gleich wieder loslasse. Ich muss mal in dem anderen Garten dann die Eierschalen verkaufen, weil das ist too much, was wir da haben. Na, der guckt zumindest fröhlich. Station Square. Einmal porten, bitte. Beam me up, Scotty. Ich bin fertig. So. Ich glaube, ich muss dann eh nochmal... Nein, Schwabini brauchst nicht. Hier geblieben, Kleiner. Ja. Ich sag ja, ich brauche mindestens 3 Tiere. Ja. Bambi. Wir punkten 17. Tut mir leid, Bambi. Ciao. Das war leider nix. Obwohl, warte mal. Ich muss den erstmal hier rüber tun. Plopp. So, dann gucken wir gleich mal nach dem nächsten Ei. Nehmen das schon mal mit. So. Schade, dass man hier keine zusätzlichen Bäume pflanzen kann, wie es in Adventure 2 halt der Fall ist. So. Okay, die goldene Eierschale will ich eigentlich da lassen. Aber die blaue zum Beispiel, die können wir jetzt mal entsorgen. Objekt verkaufen. Ja. Dann haben wir zumindest halt den... Das wird halt hier überall voller Eierschalen sein irgendwann. Und das können wir dann mal ein bisschen vermeiden, weil wir haben ja hier überall Eierschalen. Schmeißen wir das noch weg und dann gehen wir mal nochmal in die Action Stage. Hellgrün, Schaufrucht, verkaufen. Ja, dann tschüss. Dankeschön. So, dann gehen wir mal fix in die Action Stage und gucken, dass wir nochmal... Wir brauchen mindestens 6 Run-Tiere. Je nachdem, welche wir kriegen. Brauchen wir vielleicht sogar 7. Damit wir halt alle Chaos einmal, die wir jetzt zur Verfügung haben, durchgehen können. Weil eigentlich wollte ich unbedingt einen leuchtenden roten haben. Und wenn er im Verkauf sein sollte, ich werde nicht zögern, den zu nehmen. Natürlich, wenn ich das Geld habe. Ich muss auch gucken, dass ich mal ein paar... Nö, muss nicht sein. Wir kriegen die auch so. Nein, ich will kein Schwabini. Die Enemies sind die da. Nein, 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 Schwalbini. Aufhören. Nein, aufhören. Ich habe einen Vogel.
Oh Gott, ey. Noch so ein Vogel. Nein! Verdammt. Warum haben die eigentlich... Och. Was will ich mit dir? Tut mir leid, Schwalbini. Komm schon. Hier. Och, jetzt schon wieder ein Schwalbini. Was? Ich habe nicht mal Schaden genommen eben. Oh, endlich mal Runtiere. Jetzt haben wir erst drei. Panda, der bringt mir jetzt auch nichts. Ach, komm schon. Kangaroo. Okay, noch zwei bräuchte ich mindestens. Eine haben wir hier. Ne, ist ein Schwalbini. Hau ab, Schwalbini. Nein. Schon wieder ein Schwalbini. Schnell, Restart, bevor Schwalbini mich anspricht. So. Gut, dann... brauche ich auch nicht. Tschüss, Panda. Koala. Whatever. So. Warte mal, wir haben... gucken wir mal, was der noch hat. Oh, yeah. Bunny. Ist nie falsch. Wo ist er? Da. Kannst du mal... Oh, ein Bunny. Dann haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt haben wir 7 Stück, das heißt also, wenn einer halt einen schlechten Drop hat, weil die Tiere können auch einen variablen Wert haben. Ja. Das dann mal einen Punkt weniger geben. Ich weiß nicht, ob es bei den Tieren der Fall ist. Es gibt auf jeden Fall Tiere, die haben variablen Wert. Ich weiß nicht, ob es hier ist oder ein Adventure 2. Vielleicht irre ich mich auch. Wenn dann einer halt durch die, oder ein paar Tiere durch die Variablen halt 3, 3, 3 geben, kommen wir ja auf kein Level ab. So. Na? Komm mal raus, du. Na, hinten, da schwimmt jemand. Ja, beziehungsweise er trinkt. Aber nee, wir müssen Eier schlüpfen zu gucken erstmal. Und schon wieder so einer. Was habe ich denn für ein Glück? Ich habe immer die fröhlichen Chaos. Hier, du wirst. Du kriegst Bambi. Guck, Bambi. Obwohl, wenn ich überlege. Was mit Bambis Mutter passiert ist? Nein, keine Eierschale. Ich will... Dann halt Bunny. Hier, mehr zum Bunny. Sei mein Bunny. Yay. Moin, moin. Da singt einer. Ich muss mal gucken, wer singt. Warte mal, ich kümmere mich gleich ein bisschen. Ich will wissen, wer singt. Wer singt? Na, du schon wieder. Guck, sag doch, hinten ist die Kuschelecke. Warte mal. Hoppa. Kuroshi. Unser kleiner Sänger. Wow. Ich merke schon echt. Irgendwie hat die Engine hier Probleme. So, wo ist denn eigentlich jetzt unser... Verdammt, wo ist er hin? Ist er schwimmen gegangen? Nein. Bist du es? 23 Punkte. Das ist auch ein richtig moderater Wert. So. Dann gehen wir mal kurz... Nochmal hier hin. Also entweder überrascht mich jetzt einer oder... Ja, ich muss eventuell offscreen... Oh. Ah, da. Offscreen. Mich bewegen und gucken, dass ich vielleicht das rote Ei doch kriege, was ich haben wollte. Natürlich könnte ich auch züchten und Wakasi-Kompositionen zusammenstellen. Echt, ich habe nur Glück mit der Auswahl für meinen Chaos. Und der jetzt ein Grinsen hat, hat halt nicht überhaupt keinen guten Run-Wert. Ey, ich bin da so gut. Wenn der jetzt auch 23 gibt, dann kann ich mir einen aussuchen und muss halt gucken, wo ich vielleicht das Beste rausholen kann insgesamt. So. Das mache ich aber, glaube ich, schon offscreen. So. Hier fehlt halt wirklich diese Funktion, dass ich die Werte mir angucken kann von den... Also die Ränge. Bist du überhaupt der Richtige?
Tatsache. 19. Okay, du bist auch aus dem Rennen. Hey. Eine Schautschule. Komm, Schaugarten. Dankeschön. Also, habe ich da die 2 zur Auswahl? Nur, bist du aber gut geklettert, mein Freund. Wo ist der jetzt hin? Sag ja, hier ist die Kuschel- und Schlafecke. Alle hier am Schlafen. Das ist Sabah, oder? Nicht Kuschel- und Schlafecke, alle pennen. Irgendwie süß. Ich glaube, dann würde ich sagen, wir wollen die Chaos jetzt nicht weiter wecken. Und legst dich jetzt auch schlafen? Allesamt hier am Schlafen. Also wir wollen die Chaos nicht weiter stören und ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn die Chaos eventuell ausgeschlafen haben und da ist schon erster wach geworden. Also, bis zum nächsten Mal.